Hier noch ein kleiner, aber nützlicher Trick in Safari. Wenn ich jetzt irgend so einen Artikel habe, habe ich ja viel Werbung. Wenn ich den ausdrücken möchte, kann ich ja Befehl P machen und dann sieht das aber immer noch nicht schön aus. In Safari gibt es ja die Möglichkeit, ganz links oben kann ich auf die Reader-Darstellung drücken und dann wird das so ausgedrückt. Das ist schon mal gut, aber hier hat man neu dieses AA. Dort kann ich hinklicken. Ich kann mir die Hintergrundfarbe definieren, zum Lesen auch sehr angenehm. Und vor allem, ich kann mir das größer oder kleiner machen oder die Schrift einstellen, die mein Favorit ist. Also verkleinern, vergrößern, Hintergrundfarbe einstellen und die Schrift einstellen, wie einem gefällt. Und natürlich kann ich das auch dann ausdrucken und das sieht natürlich einiges besser aus. Oder eben als PDF speichern. Das kann man ja hier. Als PDF sichern, irgendwo auf den Schreibtisch sichern und dann hat man das da hier 20 Minuten, dann kann ich das wirklich öffnen oder so ablegen oder was auch immer.